Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Servus zusammen, hier ist Julie Paul. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Episode von Julie unterwegs Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ja, heute, man könnte fast sagen, die Episode ist ein großer Käse. Es geht um sehr viel Käse heute, denn ich war in einer fantastischen Schaukäserei in Radenthein, und zwar in der Kaslaben Nockberge. Da geht's ausschließlich um Käse. Wir erfahren vieles über Biokäse aus Kuh- und Ziegenmilch. Was ist die Kaslaben und wie kam es eigentlich zur Idee, die Kaslaben zu gründen? Einer der Firmenslogan ist: Zinsen sind Käse. Was hat es damit auf sich? Wie durch ein Missgeschick einer Mitarbeiterin eine neue, sehr erfolgreiche Käsesorte kreiert wurde. Wir erfahren aber auch viel über das tägliche Leben des Bergbauern Klaus Kohlweiß. Ein mega interessanter und spannender Podcast. Ein Muss für alle Kärnten, Freizeit, Kultur, Kulinarik und Reisefans. Kleiner Tipp am Rande: von meinem Besuch in der Schaukäserei Kaslaben Nockberg in Radenthein gibt es wieder auf meiner Website julie-paul.com zahlreiche Fotos. Einfach auf die Website gehen, dort bei der Episode den Button Dear Show drücken und schon seht ihr, über was wir jetzt gleich in dieser Podcast-Episode sprechen. Viel Spaß bei der Episode wünschen die Region Wörthersee-Rosenthal, Genussland Kärnten, Kelag, Dreifiegele, Global Lighting und die Kärntner Raiffeisenbanken. Ja, heute bin ich hier in Radenthein und zwar nahe des Millstätter Sees in den Nockbergen und ich befinde mich im Betrieb Kaslaben, eine Biokäserei mit Schaukäserei. Ja, für mich übrigens ein echtes Kärnten-Highlight. Biobauern rund um den Millstätter See und aus der näheren Umgebung, den Nockbergen, veredeln hier ihre eigene Bio-Heumilch von Kuh und Ziege zu herzhaften Bio-Heumilchkäse. Und einer dieser Biobauern und Mitbegründer sitzt mir gegenüber, nämlich Herr Klaus Kohlweiß. Ja, lieber Herr Kohlweiß, servus. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und du mir ein bisschen deinen Betrieb näher bringen kannst. Freut mich auch, dass ihr uns hergefunden habt und gerne stellen wir uns einen Betrieb vor. Ja, es ist eine ganz lässige Sache. Mir gefällt das wahnsinnig gut, wie ich das ein bisschen recherchiert habe. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ich heute alles über den Betrieb hier erfahren kann. Drei deiner Schlagworte oder eurer Schlagworte lauten biologisch, regional, gut. Erzähl doch mal, was macht ihr hier so ganz genau? Ja, also unsere Genossenschaft, also wir sind ja eine Genossenschaft mit 15 Bauernfamilien, die erzeugen Milch daheim auf dem Hof und die Milch gehen wir dann abholen und die werden wir einfach ordnungsgemäß verarbeiten und machen daraus eben herzhaften Käse, also wirklich gute Produkte und die versuchen wir natürlich zu verkaufen, damit dieses Radl eben läuft, damit eben die Grundidee, dass die Bauern in der Region ein vernünftiges Einkommen haben, eben aufgeht. Du bist ja selber Biobauer. Wo steht denn dein Hof? Unser Hof steht in Feld am See, auf einem Bergbauernhof auf 1000 Meter. Und wir sind eben dort also, mit eher so ein kleiner Betrieb mit um die 10 Kühe, die was eben im Sommer über auf der Alm sind und auf der Alm gemolken werden und im Winter natürlich daheim. Bist du da aufgewachsen auch? Ja, natürlich. Also das ist seit Generationen. Den Hof gibt es schon über 600 Jahre. Also haben die Eltern und Großeltern schon den Hof geführt? Ja, klar, ja. Und natürlich ist es halt immer, man muss sich einfach immer der Zeit anpassen. Und die ist auf und ab, wo sie dann halt irgendwann einmal aufgehört vom Müll liefern. Wir haben dann wieder angefangen. Und eben jetzt in der Käserei hat man einfach das Gefühl, dass einfach das, was wir produzieren, einfach was wert ist. Wo trifft man dich jetzt eher an, oben am Hof oder hier im Betrieb? Nachdem wir das organisiert haben, ist natürlich unser Mittelpunkt schon in der Kaslaben. Aber natürlich müssen die Betriebe natürlich geführt werden. Und das muss man einfach immer abstimmen, wo man halt gerade gebraucht wird. Und einfach versuchen, die Energie dort einzusetzen, wo sie gerade am wichtigsten ist. Du hast gerade gesagt, du bist heute schon früh aufgestanden, um 5, glaube ich. Ja. Wie ging dein Tag so los? Was hast du dann schon gemacht? Ja, es ist so, es ist auch je nachdem, wie der restliche Tagesablauf geplant ist, muss man einfach in der Früh schauen, dass man bis dort mit der Heimarbeit, mit der Arbeit fertig ist, damit man die anderen Sachen erledigen kann. Natürlich ist jetzt die Zeit, wo die Mod ist, wo man auch kriegt. Und jetzt in der Früh ist einfach angesagt gewesen, dass man mal die Handmod, also dass man da senken, die Böschungen einfach mähen geht, damit man den Dauer ein bisschen ausnutzt, dass es ein bisschen leichter geht. Und dann, wenn man dann in die Kassler muss, dass daheim die Arbeit einfach fertig ist.
Hast du da eine Motorsense oder nur eine richtige klassische? Das ändert sich ja auch immer wieder. Man jung ist, natürlich Maschinen und man muss schauen, dass das einfach alles schnell geht. Und dann, wenn man ein bisschen älter wird, wird man dann ein bisschen wieder ruhiger, ein bisschen gemächlicher. Und dieser Lärm von der Motorsense, das mag ich einfach nicht. Es gibt natürlich Stellen, wo man natürlich lieber mit der Motorsense macht. Aber wenn einfach so eine schöne Bischung ist, die was man da mit dem Motormeer halt gerade nicht mehr erwartet, dann lieber mit der Sense. Ich habe auch eine schöne alte Holzsense und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch gerne gemacht, aber dann habe ich so Kreuz weggekriegt, weil von dieser Drehung, das geht schon ganz schön ins Kreuz. Da muss man entweder eine eigene Technik haben. Ich hatte solche Kreuzschmerzen, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Weil von dieser ewigen Drehung, da, das macht dir nichts aus? Nein, das ist ja eher eine Übung. Das ist ja Therapie eigentlich für die anderen Sachen, was man den ganzen Tag so zu tun hat. Eine schöne, eine ruhige Arbeit. Und natürlich muss das Werkzeug passen, das Schneiden muss es, der Dongle muss passen, das Wetzen muss passen. Und dann hat man eine Freude daran, an der Arbeit. Und jetzt kommen wir nochmal zum Betrieb wieder zurück. Und zwar, deine Frau arbeitet die auch mit? Ja, es ist, die Betriebe sind ja heute nicht mehr so, wie man sie von früher her kennt, dass man einfach nur unter Anführungszeichen Bauer ist, sondern man muss ja einfach auf mehr Füße stehen. Und meine Frau macht eigentlich das, was ich nicht gerne mache, also diese Arbeit mit den Zahlen. Sie ist bei einem Steuerberater, sie ist selbstständige Bilanzbuchhalterin, macht uns das mit den ganzen Zahlen. Also das ist einfach das, ihre Stärke. Und das ist einfach für den Betrieb ganz wichtig, dass jeder seine Stärke einfach einsetzt und für den Betrieb eben das Beste daraus macht. Gell? Genau, und das Melken, das magst du? Ja, das ist das, was mir taugt. Also das sind die Damen, die nicht zurückreden, gell? Mit denen habe ich zu tun. Ja. Hast du ausschließlich Kühe oder auch Ziegen? Nein, wir haben, melken tun wir nur Kühe, wir haben auch Schafe, natürlich auch Schweine, aber der Betrieb ist so gebaut, dass wir einfach nur so viel Tiere haben, wie wir für unsere eigenen Kreisläufe brauchen. Und eben da ist der Tierbestand, ist einfach die Größe so abgestimmt. Wir sind gleich wieder zurück. Nur ein Spot. Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100% von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag. Gemeinsam. Mutig. Zuversichtlich. Und woran glaubst du? KELAG. Deine Energie ist unsere Natur. Wie kam es denn überhaupt zur Idee, zur Kaslaben, dass man das gründet und so eine Biokäserei aufzieht? Ja, es ist schon so, das muss einer der Initiator sein und das war bei uns da Michael Kirschbaumer, das ist unser Käser, also der hat sich ein paar Leute gesucht in der Region, eben um etwas zu bewegen und dann sind eben die Gespräche entstanden und wenn man da lebt, hat man einfach von der Geschichte her ein bisschen einen Einblick und wir haben das alle mitverfolgt, wie die Täler alle ausgehöhlt werden, also es ist alles zieht in die Städte und irgendwann bleiben wir Bauern allein, gell? Also wir haben, die Geschäfte sperren zu. Es ist auf einmal kein Post mehr da, es ist auf einmal keine Polizei mehr da, die öffentlichen Verkehrsmittel werden eingeschränkt und wir Bauern bleiben irgendwann übrig und unser auch höchstes Gut, was wir haben, das ist unsere Kulturlandschaft, für die, was wir zuständig sind, das ist einfach ganz wichtig, dass man die weiter pflegt und das geht nur, wenn die Bauern Einkommen haben, gell? Dann machen sie das freiwillig weiter und sonst wird das irgendwann einmal ganz viel Geld kosten. Ja, ist klar, das ist ja eigentlich so schade, weil es ist ja viel schöner am Land eigentlich zu leben, wenn man die Natur und die Infrastruktur dann gemeinsam hat. Was will man mehr, gell? Ja, das ist einfach wichtig. Wir haben das Glück, dass wir in einer Region wohnen, wo es einfach im Umkreis sehr, sehr viel Tourismus gibt. Also Mühlstädter See, da Bad Kleinkirchen, Feldamsee oder die Großregion, wo es dann über 2 Millionen Nächtigungen gibt. Das ist unser größter Motor. Der Tourismus will ja einfach das, was wir haben, eine funktionierende Kulturlandschaft. Wie lange gibt es jetzt die Kaslaben schon? Wir haben das 2016 haben wir angefangen zu produzieren. Und da habt ihr das Gebäude dann auch errichtet, oder? Ja, das ist einfach, das hat ja alles ein bisschen eine Geschichte, eine Philosophie. Das ist ja nicht so, dass man einfach sagt, wir bauen eine Käserei, sondern das ist ja dann so, dass man zuerst überlegt, wo macht man das, wie macht man das. Zuerst wollten wir einfach ein altes Gebäude irgendwie schauen, dass man das vielleicht wieder zum Leben erweckt. Aber da haben wir gleich gesehen, das funktioniert nicht. Und dann haben wir eben diesen Grund, die Gemeinde hat uns da einfach unterstützt, dass die Möglichkeit besteht, dass wir auf dem Grundstück da bauen. Dann haben wir Architekten kennengelernt, die was einfach auch so gestrickt sind wie wir, die was einfach dann auch mit unseren Materialien gebaut haben und das eben das Gebäude so hergestellt, wie es da ist.
haben wir uns ganz viele Sachen angeschaut in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol und bis wir einmal gewusst haben, was wir eigentlich wollen. Und das ist daraus entstanden. Mhm. Und, aber alles angelehnt auch an unsere Baukultur. Das ist uns ja auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht das vergisst, wo man herkommt, genau. Sondern auch, dass man das ein bisschen mit neuen Möglichkeiten einfach ein bisschen neu macht. Gell? Ja. Schaut toll aus und es ist richtig, richtig urig und modern, trotzdem alles in einem. Gell? Also ich muss jetzt den Hörern ein bisschen erklären, wir sind ja hier in Ratenthein im Betrieb selber in der Käserei. Das heißt, wenn man jetzt Geräusche hört, das ist ganz normal, weil hinter mir ist die Theke, da wird fleißig Käse einkauft und das riecht unglaublich gut. Also mir fällt es manchmal wirklich schwer, ohne dass man das Wasser im Mund zusammenläuft, hier zu reden, weil der Geruch, der in die Nase kommt, wirklich wunderbare, würzige Käsegerüche. Und dann links sieht man gleich so eine Schaukäserei, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Und wir sitzen jetzt im Büro, also mitten in der Käserei herin. Deswegen, wie gesagt, wenn man Geräusche hört, das gehört live dazu. Die dazugehörigen Betriebe, also in der Genossenschaft, kommen die alle aus der Region Milchstättersee und Nockberge? Naja, es ist schon ein bisschen weitläufiger. Also der weiteste ist Richtung Westen ist Lendorf, mhm. Und der weiteste Richtung Osten ist dann in Liebenfels. Aber das ist auch größere Betriebe, dass es sich auszahlt, dass man dorthin fährt, auch die Milch abholt. Und für wertvolle Milch muss man auch einfach ein bisschen weiterfahren. Aber das passt relativ gut und es ist eine gute Streuung von den Betrieben, von den Betriebsgrößen. Weil was nämlich witzig ist, es steht auf der Website zu lesen, die Gründungsmitglieder sehen zueinander Klaus und Angelika zu Michael, Michael zu Marlies und Marlies zum Franz. Ja, genau. Ihr könnt jetzt ja eigentlich euch Rauchzeichen geben, um mitzuteilen, wer wie viel Liter Milch produziert hat. Würde funktionieren, das ist wirklich so. Also wir wohnen am Klammberg, das ist Feld am See. Mhm. Wir sehen auf den Laufenberg zu Michael. Der Michael sieht dann zu der Marlies und die Marlies sieht zum Glawischnick Richtung Alexanderhütte auf Obermühlstadt. Also das ist richtig interessant. Ja. Jetzt haben wir praktisch von den Gründungsmitgliedern. Ja, genau, das sind genau. Die Vorstandsmitglieder. Ja. Genau. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich die anderen Betriebe, die euch die Milch praktisch noch genau. Mitliefern. Gell? Es hat sich dann so entwickelt, dass wir mittlerweile 15 Familien sind, die zu dieser Genossenschaft dazugehören, wo sie auch Milch liefern. Und eben Kuhmilchbetriebe und auch Ziegenmilchbetriebe. Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter. Drei Fiegele. Das innovative Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei Fiegele, ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei Fiegele, der Familienbetrieb, immer dabei, sich weiterzuentwickeln und für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Drei Fiegele. Mehr Infos auf www.wiegele.at. Ja, ihr stellt ja Kuh- und Ziegenkäse her. Werden eigentlich Kühe und Ziegen eigentlich gleich oft gemolken? Ja, es ist schon ein anderes Thema, Kuh und Ziege. Man glaubt, so weitläufig ist das bekannt. Eine Ziege macht man, wenn man weniger Arbeit haben will, aber das ist genau umgekehrt. Um die Ziege muss man sich einfach viel mehr kümmern, weil die viel empfindlicher sind. Und der Ziege ist eigentlich von Natur her saisonal. Das heißt, die hat einfach eine Melkpause, wo einfach in der Zeit eben eine Ruhe ist im Stall. Gell? Und dann kommt die Kitzerzeit, die wo sehr arbeitsintensiv ist, weil die Kitzer, die will man ja natürlich weiterbringen und die brauchen einfach ganz eine intensive Betreuung. Also das ist bei den Ziegen. Bei den Kühen ist es natürlich auch so. Das ist auch vom Betrieb her so, wie es halt gerade passt. Gell? Also die üblicherweise ist natürlich die Kuhmilch gell, oder die Kühe, was man haltet. Und bei den Kühen ist es halt auch so. Das ist ganz interessant. Bei Führungen muss man das einfach immer erklären, dass eine Kuh nicht das ganze Jahr Milch gibt. Eine Kuh muss jetzt erst einmal einen Kalb kriegen, damit sie auch Milch gibt und dann wird sie ungefähr 300 Tage molchen und dann wird sie wieder trocken gestellt. Gell? Und bei den Kühen macht man das aber so, dass einfach man das ganze Jahr eben durchmilkt mit dem Bestand. Einmal hat man halt 8 Kühe, einmal 10, einmal eben, damit man das ganze Jahr Milch hat. Gell? Ja, es steht sogar auf eurer Website zu lesen. Wissen Sie, warum Kühe überhaupt Milch geben? Ja, das hat mich natürlich dann schon logischerweise bewogen, dazu eine Frage zu stellen. Ja, viele Veganer sehen das ja manchmal ein bisschen kritisch, dass man die Kühe ein bisschen ausnützt, gell? Dass man denen praktisch so eine Schwangerschaft vorgaukelt ein bisschen. Aber es ist halt so. Wir essen Tiere, wir trinken Milch und gehört natürlich ein bisschen dazu. Ja, es ist eben so, mit
die Natur, die hat sich einfach so entwickelt ohne unseren Einfluss. Mhm. Und diese Region, gerade bei uns da, die hat sich angesiedelt, eben unsere Geschichte ist nicht so uralt, gell, das ist erst einige hundert Jahre alt. Und da hat man sich einfach angesiedelt, ein paar haben sich da niedergelassen und die haben angefangen, diese Kultur eben bewirtschaften. Mhm. Und bewirtschaften kann man diese Berggebiete eben nur eben mit Tiere, weil bei uns ist das halt mit Gemüseanbau ein bisschen schwierig, bei uns, in unserem Gelände. Deswegen macht man es mit Tiere. Und deswegen schaut unsere Kulturlandschaft auch so aus, wie sie ist, von Tal auf bis auf die Almen, dass sie bewirtschaftet ist, beweidet ist. Und die Flächen, die braucht man dort einfach, dass man die, da braucht man Tiere dazu, die was das fressen natürlich auch. Gell? Und dass man mit den Tieren halt nicht nur streichelt, sondern die Tiere natürlich auch braucht für unsere Wirtschaft, natürlich auch für unser Einkommen. Das ist einfach die Natur und das kann man einfach nicht umdrehen. Gell? Und für einen Bauer ist einfach das ganz, eine ganz wichtige Einnahmequelle. Man nutzt das Tier nicht aus. Also unsere Tiere geht es oft sicher besser als wie oft einige Menschen. Das habe ich mir nämlich gedacht, so, wie ich das bei euch gelesen habe. Das ist wirklich so. Also unsere Viecher, die darf auch keiner was tun, weil dann hat der halt mit uns ein Problem. Gell? Und auf die schauen wir wirklich schön. Das ist einfach die Natur. Das ist schon so. Wir haben ja da in der Kasslermauer das auch die eine und die andere Führung, wo uns die Leute eben solche Fragen stellen. Gell? Ich muss da einfach immer darauf hinweisen, die Geschichte haben wir nicht wir erfunden. Ja, genau. Die Tradition betreiben wir weiter, so wie wir es unsere Vorfahren eben erlernt haben. Wir ändern das natürlich, wir bessern das ab, aber wir können das nicht total umdrehen, das geht nicht. Also ich muss ja sagen, ganz im Gegenteil eigentlich, wenn ich das so lese, dann stelle ich ja fest, dass den Kühen ja fantastisch gut geht. Die kommen ja vom Frühjahr, Sommer, teilweise Herbst, je nach Betrieb unterschiedlich, dann kommen sie auf die Wiesen und auf die Almen. Das heißt, die haben wirklich beste Zutaten, wunderbares Gras, was sie da fressen können. Ja, und im Winter kommen sie dann in den Stall, wo sie dann Heu bekommen. Und deswegen heißt die Milch dann Heumilch, oder? Ja, das war ja einfach am Anfang eine Entscheidung, die wir treffen haben müssen. Erstens einmal Bio. Bio war für uns klar, wir waren alles Biobetriebe, die Gründungsmitglieder. Das war kein Thema, das war einfach normal Bio. Und Heumilch eben, der Michael hat gesagt, wenn wir Rohmilchkäse erzeugen wollen, dann brauchen wir Heumilch. Mhm. Und das war für uns dann klar, es ist halt eine eigene Philosophie. Es hat natürlich der Silo bei uns natürlich auch einen Stellenwert in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, wo Leute oder Bauern, die was einfach einen Nebenberuf haben, in der Zeit müssen schauen, dass sie das Futter einbringen und das geht halt nicht immer mit Heu. Es hat natürlich auch einen Stellenwert bei uns in der Region, aber für unseren Betrieb gibt es halt nur Heumilch. Wir stellen nochmal fest, den Kühen geht es wirklich richtig gut. Sind da gemütlich auf der Alm, können grasen, sind nach Lust und Laune und die haben eigentlich ein schönes Leben, was sich ein jeder Urlauber wünscht, hier ein bisschen auf den Almen rumsausen. Radenthein. Radenthein ist eine Stadtgemeinde mit 5.777 Einwohnern. Stand 1. Jänner 2023 im Bezirksspital an der Drau. Radenthein liegt im Gegental, nordöstlich des Millstätter Sees am Fuße der Nockberge. Radenthein wurde erstmals 1177 als Villa Ratentim cum Capella mit einem Pfarrer Hartmann erwähnt. Von den Ortschaften Döbriach und Kaning wird eine Gründung bereits vor rund 1000 Jahren vermutet. Radenthein und seine Umgebung gehörten lange Zeit zum Stift Millstatt, wo die Benediktiner bis zum 15. Jahrhundert wirkten. Bereits für das ausgehende Mittelalter ist um Radenthein Bergbautätigkeit nachweisbar. Einer der bekanntesten Kultur- und Sehenswürdigkeiten ist das Granatium, ein Granatmuseum mit Schaustollen und Schürfgelände in Radenthein. Jetzt kommen wir zum Sortiment. Da steht, aus der frisch gemolkenen Milch machen wir Käse, ein feines Sortiment der gelben Palette. Bergkäse, Emmentaler Schnittkäse und etwas Butter. Ja, woher kommt denn eigentlich der Begriff gelbe Palette? Also es unterteilt sich diese Milchverarbeitung eigentlich in weiße Palette und gelbe Palette. Weiße Palette ist ja diese Frischmischerabfüllung, dann Joghurt, Frischkäse, Camembert, das ist einfach die weiße Palette. Aha. Und die gelbe Palette, wie du das jetzt schon gesagt hast, ist eben Bergkäse, Schnittkäse, Butter. Auf das haben wir uns spezialisiert und das aus dem Grund, weil man das ein bisschen puffern kann. Gell? Also es hatte der Käse eine gewisse Reifezeit, der einfach im Keller dann wartet, bis er wieder verkauft werden kann. Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, wie lange reift denn eigentlich so ein
Kaslab? Ja, das ist auch je nachdem, was man da für einen Käse hat, ob das jetzt ein Schnittkäse ist oder ein Bergkäse ist. Also die Schnittkäse, die sind halt in 5 bis 6 Wochen schon verkaufsfertig. Mhm. Und der Bergkäse, der muss einmal mindestens 3 Monate lagern, dass man einfach Bergkäse sagen kann. Dann ist er schön würzig. Naja, das ist, also Bergkäse ist einmal das Mindestalter von einem Bergkäse. Mhm. Und dann, wir stufen die so ab 3, 6, 9, 12 Monate, wie wir sie halt verkaufen. Aber in der Zeit, bis der eben reif ist, ist eben sehr, sehr viel Arbeit, bis man den dort hinkriegt, wo man hinhaben will. Er muss gewendet werden, er muss geschmiert werden. Also das ist relativ viel Arbeit und das ist einfach unser Kapital, was da im Käsekeller lagert. Das ist einfach das, mit dem wir das alles wieder zurückzahlen müssen. Auf das müssen wir wirklich sorgfältig aufpassen. Und das ist einfach das Herzstück in einer Käserei, das Käselager. Und wo verkauft ihr euren Käse so überwiegend? Ja, wir haben zwei Betriebe, also zwei eigene Betriebe. Das ist zu einem, die, wo man im Hintergrund hören, dieser den Verkaufslärm. Mhm. Das ist da in Radentein im Hofladen. Und einmal in Klagenfurt haben wir eine Kooperation mit zwei Partnern, mit einem Bäcker und mit einem Fleischer, wo wir eben unseren Käse verkaufen. Das ist die Kärntnerei. Und da verkaufen wir nicht ganz ein Viertel von unserem produzierten Käse. Und beim Rest, was da noch ist, sind 80% geht dann in den Handel. Und ca. 15-20% die Gastronomie. Und sogar einen Online-Shop habt ihr auch. Das ist ja ganz interessant. Wir haben ja die Käserei deswegen so gebaut, damit man schauen kann, wie man Lebensmittel produziert, damit die Leute ein bisschen Bezug kriegen. Und da kommen eben Gäste her, schauen sich das an und die wollen natürlich auch daheim den Käse auch bestellen. Und das haben wir einfach von unseren Kindern gelernt, dass das einfach kein Problem ist, das mit dem Verschicken und so weiter. Und das haben wir angefangen eigentlich in der Corona-Zeit. Mhm. Wo da von mir von 0 auf 100 das losgestartet haben und funktioniert recht gut. Also das ist wirklich eine ganz klasse Geschichte. Wird es mehr, dass die Leute immer mehr online bestellen oder bleibt es doch überwiegend im Geschäft? Also es bleibt schon überwiegend im Geschäft, aber wir forcieren das natürlich auch, weil es ist auch ein bisschen ein Auslastungsthema für unsere Mitarbeiter, dass man einfach es ist ja nicht immer Saison, es ist einmal ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr Arbeit und da versuchen wir natürlich, dass auch genug Arbeit ist für unsere Mitarbeiter und der Online-Shop ist halt auch ein Teil davon, dass wir das abdecken können. Und wie funktioniert jetzt das mit dieser Schaukäserei? Das heißt, man kann hier wirklich dabei zuschauen, wie der Käse gemacht wird. Gibt es da so Führungen oder wie läuft das? Oder schaut man da einfach durch eine Glasscheibe? Wie stellt man sich das vor hier? Ja, das ist so. Wir haben Führungen, haben wir eigentlich fixe Führungen jeden Dienstag um 10 Uhr. Da melden sich die Leute bei uns an. Und wir stellen einfach dann Leute zur Verfügung, die in einer gewissen Gruppengröße einfach durch die Käserei gehen. Das heißt nicht, wir gehen nicht rein in den Hygienebereich, das ist nicht möglich, das geht gar nicht. Logisch. Aber wir haben einfach das so offen gestaltet, dass man einfach wirklich durch die Scheiben reinschauen kann, wie der drinnen arbeitet. Gell? Und wir erklären das. Es kann natürlich jeder auch durchgehen. Wir haben das alles beschriftet. Es kann jeder seine Führung dann selber machen, wenn man das so haben will, und sich das anschauen und dann mit unserer Leiter im Verkauf dann die eine und andere Frage klären. Aber wir bieten das natürlich an für Gruppen, dass wir eben dass wir durchgehen und das erklären. Und das fängt dann so an, dass wir unsere Philosophie ein bisschen erklären, warum wir das gemacht haben. Dann ein bisschen unser Gebäude, wie eben das zustande gekommen ist, wie das gebaut ist. Und dann auch die Milchqualität, die Qualitätskontrolle von unseren Bauern, wie die Milch ankommt. Das ist doch spannend. Ja, und dann auch, wie die Milch, die zur Verarbeitung kommt, wie das funktioniert, dass unsere Mitarbeiter, wie die das machen können. Also das sind die ausgebildeten Mitarbeiter, das sind die Milchtechnologen, das ist ein Lehrberuf. Also von denen erklären wir einfach alles ein bisschen. Und dann, wie die Milch dann in Fertiger wandert, was dort alles passiert, wie der dann zur Käsepresse kommt, wie der dann ins Salzbad kommt und dann ins Käselager. Also das erklären wir alles und natürlich gehen wir auf die Fragen ein, was die Leute so speziell haben. Ja, jetzt eine ganz wichtige Frage. Und kommen Kosten auch? Natürlich. Also zur Führung gehört natürlich zum Abschluss immer Verkostung dazu. Da werden auf unsere Käsesorten aufgeschnitten auf ein Brettl und wo jeder dann unternehmen kann und die Käse verkosten. Und was natürlich das Wichtigste ist für uns, dass dann jeder natürlich auch was mitnimmt. Ja, das logisch. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Das ist ganz normal. Ja. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Wo gibt es denn qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt? Mit Liebe zum Detail, 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach.
Genussland Kärnten, da findest du das alles. Genussland Kärnten, der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. www.genusslandkarnten.at. Also sehr originell finde ich ja auch eure Geschäftsidee. Zinsen sind Käse. Wie funktioniert denn das? Ja, das war auch so eine Geschichte. Da waren wir auch einer von den Ersten, die was das schon vorher gemacht haben, bevor es das Gesetz eigentlich dazu gegeben hat. Man kennt vielleicht diese Geschichte vom Waldviertel, die was dann einen Betrieb gerettet haben mit Geschichte. Wo Beteiligungsaktion. Beteiligungsaktion, genau. Und wir haben gesagt, eigentlich wollen wir den Kunden ja jetzt nicht nur auf unseren Käse verkaufen, sondern wir wollen den Kunden eigentlich ein bisschen binden und dass ein Kunden ein bisschen interessiert, wie es uns geht, was wir tun. Nicht? Und natürlich haben wir uns einen Teil von unserer Finanzierung so aufgestellt. Und das hat eben so funktioniert, dass wir das bekannt gegeben haben. Die Leute haben uns Geld überlassen, auf das wir natürlich aufpassen. Und die kriegen jedes Jahr also für dieses Geld 2% Zinsen. Aber nicht jetzt ein Geld, sondern eine Gutscheine. Und mit diesen Gutscheinen kommen sie zu uns einkaufen. So sehen sie, wie es uns geht, wie wir uns entwickeln und haben einfach einen Bezug zu der Kraslam. Ist doch super. Also ganz originell, wer das nachlesen will, auf der Website von der Kraslam steht es genau beschrieben. Also Zinsen sind Käse. Da gibt es sogar ein kleines Video drüber und es ist ganz nett beschrieben. Wir machen das auch nach wie vor. Es ist so, es steigt eigentlich keiner aus. Aber natürlich, wenn einer sagt, ich muss dringend ein Auto kaufen oder irgendwas anringen, dann kriegt das Geld natürlich zurück. Aber da steigen immer wieder neue ein. Also das funktioniert recht gut. Sind die alle aus der Region? Oder? Nein, das sind wirklich Leute von allen Teilen von Europa, wenn man das so sagen will. Und die kommen uns immer wieder mal besuchen, sind auch Gäste dabei. Also es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Was habt ihr denn noch für Zukunftspläne? Habt ihr irgendwas vor oder bleibt alles, wie es ist? Und läuft es gut, wenn ich das einmal so fragen darf? Seid ihr zufrieden mit dem Stand der Dinge? Also so wie wir aufgestellt, wir sind immer zufrieden. Natürlich gibt es Wünsche, wo man sagen kann, ja, das soll besser laufen, da wollen wir es hinentwickeln. Aber zu unserer Entwicklung ist es eben so. Wir haben ja eigentlich klein angefangen und haben am Anfang unseren Käsekeller vollgekommen und haben nicht gewusst, wie man den Käse jetzt verkaufen soll. Nicht? Und dann, Gott sei Dank, ist das dann gelungen, dass wir den Käse dann auch verkaufen können. Und dann waren wir bald so weit, dass wir einfach schon zu wenig Milch gehabt haben oder zu wenig Käse haben für unsere Kunden. Und dann haben wir einfach den nächsten Entwicklungsschritt, haben wir wieder geschaut, dass wir einen Bauern kriegen, dass wir wieder Milch kriegen, dass wir einfach mehr Käse haben zum Verkaufen. Und da ist es eben auch so, dass wir auf unserem Standort ja eigentlich relativ eingeengt sind. Es war eigentlich fast ein bisschen bewusst, wir wollen ja keine Industrie werden. Gell? Also wir wollen ja auf den Standort das machen, was möglich ist. Und wenn es da nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Gell? Dann muss halt in einem anderen Ort eine andere Käserei aufbauen. Weil es ist nicht so, dass wir einfach wachsen wollen bis ins Unendliche. Und da ist eben so, dass wir auf den Standort auch nur mit gewissen Mitarbeitern arbeiten können. Und jetzt ist es so, dass wir schon mehr Milch verarbeiten und versuchen eben, das natürlich technisch ein bisschen auszugleichen, was unsere Mitarbeiter noch nicht mehr schaffen. Nicht jetzt, weil wir keine Mitarbeiter haben wollen, sondern weil das einfach, jeder braucht sich Umkleide, jeder, eine Dusche muss da sein. Also wir haben einfach nicht mehr Mitarbeiterplatz auf den Standort. Deswegen versuchen wir das ein bisschen technisch auszugleichen. Und das ist einfach auch schon die Zukunft, wo du gefragt hast, wo wir hinwollen. Wir wollen die Käsepflege haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen automatisiert. Dann das Käseschneiden automatisiert. Wir wollen die verbocken, versuchen ein bisschen zu vereinfachen, damit wir mit den gleichen Leuten das schaffen. Wie viele Leute arbeiten jetzt hier? Ja, wir sind mittlerweile mit unseren zwei Standorte, Verkaufsstandorte, sind wir so immer um die 20 Mitarbeiter. Ja, schon ein halbwegsiger Betrieb, ja. Ja, und noch eine Frage, wenn man so Bio-Käsehersteller ist, ja, hat man dann ab und zu mal Lust, einmal ganz was Neues zu kreieren, so neue Käsesorten, oder bleibt man da immer im klassischen Käsebereich, dass man sagt, na, da weiß man genau, da hat man die Rezeptur, da weiß man, wie es funktioniert, oder hat man doch einmal Lust, dass man sagt, na, machen wir mal, probieren wir mal was Neues? Ja, es ist schon die Herausforderung, dass man einmal das eine ins andere rein macht, aber wir sind maschinell eigentlich so ausgestattet für diese gelbe Palette. Natürlich kommt man einmal an Emmental machen, einen Parmesan machen, eine eigene Kreation machen oder für gewisse Anlässe einmal Käse mit einer Herzform. Aber das spült sich alles eigentlich nur in der gelben Palette ab. Wie viel Milch kriegt ihr eigentlich so in der Woche? Ja, Woche, ändert sich ja immer vom Jahresablauf. Es ist ja jetzt gerade ein bisschen weniger Milch, weil die meisten Bauern da auf der Alm sind, ein paar haben trocken gestellt. Wir verarbeiten das Jahr ca. 1,5 Millionen Liter Milch.
Gell, und davon sind ungefähr 2/3 Kuhmilch und 1/3 Ziegenmilch. Wow, also keine geringe Menge, mein lieber Schwan. Gell? Ja. Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche. Kaslaben Nockberge. Biologisch, regional, gut. Bio-Heumilch-Butterkäse. Am Milchstädter See in den Nockbergen, das ist kein Widerspruch. Bio-Heumilch-Schnittkäse. Sondern unsere Region. Bio-Heumilch-Bergkäse-Jung. Da sind wir und machen unseren Käse. Bio-Heumilch-Bergkäse gereift. Aus Kuhmilch und Ziegenmilch. Bio-Heumilch-Bierkäse. Was wir eben so in der Saison haben. Bio-Heumilch-Emmentaler. Aber eines haben wir mit Sicherheit. Bio-Heumilch-Butterrolle. Bio-Heumilch. Bio-Heumilch-Ziegenkäse. Kaslaben, Nockberge. Biologisch, regional, gut. In Radenthal. Und du hast gerade vorher gesagt, mehreren Generationen hat es den Bauernhof schon gegeben. Wie war denn so deine Jugend? Wie bist du aufgewachsen? Ja, natürlich, wie du gesagt hast, das ist einfach eine ganz andere Generation. Gell? Wir sind natürlich so aufgewachsen, wo das mit den Kindern einfach so nebenbei gelaufen sind. Die Kinder waren halt einfach da und die haben halt immer ein bisschen angreifen, was halt notwendig ist. Der eine hat lieber getan, der andere hat nicht so gern getan. Und ich war halt hast du Geschwister? Ja, ich habe 4 Geschwister. Und ich bin halt der gewesen, der was dann daheim eben den, das Interesse gehabt hat. Und die anderen sind halt ausgeschwirrt. Eine Schwester, also die arbeitet dort zum Beispiel in der Kaslaben, die ist da geblieben. Und ich war halt der, der was daheim dann das Interesse gehabt hat und auch die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht hat und eben daheim das eben weiterentwickelt hat. Also du hast schon sehr früh mit dem Melken angefangen. Ja, das war einfach, da ist man dabei gewesen und das war einfach selbstverständlich. Freilich hätte man als Kind gerne mal irgendwas anderes auch gemacht. Hast du noch irgendeine Freizeitaktivitäten gehabt, so ein Hobby oder was, natürlich, was du nachgeben konntest als also Kind? Mein Vater war sehr modern. Also wir sind die Einzigen, glaube ich, auf dem Berg gewesen, der was schon vor 40 oder vor 50 Jahren schon bald einen Surfkurs gemacht haben, was Segeln gegangen sind, was wir wirklich Skifahren gegangen sind. Wir haben auch wirklich viel gemacht. Das sind wahrscheinlich die Ersten gewesen, die was auf dem Berg ein Radl gehabt haben, was auch Downhill gehabt haben, gemacht haben, wo die anderen das noch nicht gemacht haben. Also wir sind sehr modern aufgewachsen. Also da ist nichts abgegangen? Nein, gar nicht. Also natürlich hinten noch gesehen, ja das, aber also wir sind wirklich gut aufgewachsen und das war damals schon so, wir haben unsere Lebensmittel selber produziert, also wir haben wirklich alles gehabt. Wie würdest du dich denn selber so als Mensch beschreiben? Was bist du für Typ, dass man dich mal jetzt ein bisschen einschätzen kann, wer dich jetzt nicht direkt kennt? Naja, also immer bereit für was Neues. Also wir haben ja jetzt nicht nur die Kaslaben, wir haben ja ein paar andere Projekte auch, wo man einfach immer bei dir gewesen ist, die was das jetzt eigentlich Vorreiter waren, ob das jetzt Heizwerk war in Fürth am See vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren Photovoltaik, wo man das nicht, wo einige nicht einmal gewusst haben, wie man das schreibt. Also immer einfach Interesse für irgendwas Neues und eigentlich schon den Blick, was eigentlich auf uns zukommt, ein bisschen. Gell? Also man denkt schon, was jetzt in 20 Jahren ungefähr auf uns zukommen wird und da ein bisschen sich hinentwickeln. Also das war immer unseres, wo man natürlich auch immer halt vielleicht nicht unbedingt bei jedem die Zustimmung gehabt hat, wo ich immer gesagt, der Spinner, der macht sich schon wieder los, aber so sind wir ungefähr. Ihr habt ja auch einen Sohn, ja? Ja. Und der hat ja auch schon Interesse dran? Ja, der Sohn ist eigentlich so aufgewachsen wie wir, der war einfach immer überall dabei, hat seine Ausbildung auch gemacht in der Landwirtschaft, hat mittlerweile mit Matura abgeschlossen, eine landwirtschaftliche Schule. Und nach dem Bundesheer ist er jetzt am Betrieb und da in der Kaslam integriert und der macht seinen Weg. Also das habe ich keine Angst. Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Jetzt würde ich gerne mit dir einen kleinen Kärnten-Fragebogen mal durchgehen. Ja, gratuliere. Wo ist denn einer deiner Wohlfühloasen hier in Kärnten? Ja, also es ist so, wir sind wirklich sehr regional, also sagen wir, fahren schon gern weg. Also ich bin auch schon in der Welt umgekommen, also es ist nicht so, dass wir nie Urlaub machen oder irgendwo hinfahren. Wir machen auch Städtetourismus, wir schauen das auch nicht und das andere auch an. Aber ich bin wirklich gern daheim und es verstehen zwar viele nicht und sagen, das schönste Hobby ist die Arbeit, ist wirklich so und das gestaltet man sich selber. Und es ist schon so, dass man einfach am liebsten irgendwo oben auf der Alm ist, wo einfach schön ruhig ist, wo man einfach in die Viecher mal zuschauen kann, wo die Großen und auch die Motorsäge mit hat und dann mal beim Holz was tun kann. Also das ist wirklich so, dass wir uns da wohlfühlen, wo wir sind.
man könnte sagen, das ist auch so ein bisschen dein Hobby. Ja, schon. Also schon. Beruf und Hobby konntest du miteinander wunderbar verbinden. Ja, einwandfrei. Das verstehen zwar nicht alle. Ich verstehe das gut. Gell, aber das ist wirklich so. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was man sagen kann, wenn man die beiden Dinge so harmonisch kombinieren kann. Es ist nicht immer alles lustig, aber man kann sich das auch selber gestalten. Es ist auch für einen anderen das Berufsleben auch nicht lustig, aber der kann sich das nicht gestalten. Der muss das so tun, wie die Vorgaben sind. Und wenn wir einfach irgendwann einmal sagen, wir wollen jetzt eigentlich keine Kühe mehr melken, dann werden wir den Betrieb so umstellen, dass das einfach anders geht. Was ist eigentlich dein Lieblingskäse? Ja, es ist schon ein Bergkäse. Nicht der älteste Bergkäse, aber so in der Mitte drin, so 6 Monate, aber auch Schnittkäse. Also unser gängigster Käse ist ja der Butterkäse. Da haben wir am Anfang gesagt, ja, meine Mama hat einen Schnittkäse und dass der einfach der gängigste Käse war, ist einfach, das ist einfach unser wirklich der beste Käse. Mhm. Und was ich auch ganz gern habe, weil ich bin jetzt nicht unbedingt ein Ziegenkäse-Fan, aber da haben wir einen Käse, den Kuhzieh, das ist ein Mischkäse mit Kuh- und Ziegenmilch, der wo es eigentlich nur durch ein Unglück entstanden ist, wo unsere LKW-Fahrerin, also nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil es einfach passiert ist, dass sie die Kuh und die Ziegenmilch zusammengemischt hat. Das und hätte jeden Mann genauso passieren können. Ja, und also sie ist wirklich, die Sabine ist unser Herz, die bringt uns auch Milch da jeden zweiten Tag. Und die hat dann die Kuh und die Ziegenmilch zusammengemischt und dann haben wir gesagt, was tun wir jetzt? Ja, jetzt wegschmeißen tun wir sie nicht, jetzt machen wir einfach diesen Kuhzieh. Und das ist einfach wirklich ein Käse, wo du sagst, der schmeckt jetzt nicht nur Ziege, wenn einer empfindlich ist. Na, lustig. Richtiger, würziger Käse, wo es wirklich, wirklich einwandfrei zum Essen ist. Ja, super. Mhm. Über solche Zufälle kommen oft ganz witzige Geschichten raus, wie der Kaiserschmarrn ist auch so erfunden worden und das Sandwich in England. Oder die Pizza und alles Mögliche. Ja, oft braucht man solche Zufälle im Leben. Und wird ja gerne bestellt und gekauft? Ja, schon. Also Kuzi ist auch wirklich so eine Einstiegsdroge für einen Ziegenkäse eigentlich. Gell? Und der ist ein gefragter Käse. Was ist für dich das Besondere an den Nockbergen? Ja, das ist schon das Liebliche, das Überschaubare, sagen wir mal so. Und das nicht so Bedrohliche eigentlich. Das ist einfach so geformt, wo man wirklich jeden Berg bewandern kann. Man findet sich immer irgendwo. Es ist trotzdem weitläufig, man ist da nicht eingeengt. Aber so richtig die Rundungen, das Liebliche, und das ist wirklich das Schöne. Und was ist für dich das Besondere am Milstädter See? Ja, das ist schon eine Perle in der Nockregion. Mit einem frischen, sauren Wasser, ein tiefer See, auch der, was im Sommer warm wird zum Baden. Ich glaube, das ist sogar der tiefste Kärntner See. Ja, das ist der tiefste Kärntner See. Ja. Der hat gleich einmal eine Temperatur, dass man baden kann. Und wenn man das so Milstädter See, der hat ein eigenes Klima. Also wenn du Rand vorne noch fällt am See, das wird einfach immer kälter. Alle 100 Meter dieser Grad, das ist einfach so. Und wenn wir dann im Frühjahr, wenn es an schon sehnt, noch ein bisschen noch Wärme, wenn du da Richtung Milstädter See fährst, das ist einfach ganz eine andere Welt. Ich schätze einmal, wie du Bub warst, wirst du aber wahrscheinlich eher in Feld am See baden gegangen sein. Ja, oder? Also Feld am See ist dann ein See, der was vielleicht nicht ganz so warm wird und auch nicht so schnell so warm wird, aber natürlich auch so seine Reize hat, der ist auch klar und überschaubar. Also wir sind schon hauptsächlich im See, im Brennsee baden gegangen. Ja. Wohin in Kärnten wirst du vielleicht heuer auch nochmal einen Ausflug machen? Ja, das ergibt sich immer. Wir haben ja auch immer mit anderen Bauern zu tun, wo wir dann irgendwo hinfahren, das eine und das andere anschauen. Es ist jetzt so nicht geplant, gell? Aber natürlich, wenn sich was ergibt, dann schaut man sich gern wieder mal irgendwas an in Laufental, in Rosental, irgendwo. Also man ist gerne mal dort und da und schaut sich das an, wie die da drüben tun. Nicht? Welche berühmte Person würdest du gerne mal in deiner Schaukäserei sehen oder durch die Schaukäserei führen? Ja, ich sehe das immer menschlich. Ich sehe, jede berühmte Person ist ein Mensch. Gell? Und wenn an das, sozusagen, einer das will, dass er zu uns kommt, dann soll er bitte kommen. Ich habe keinen, was ich jetzt irgendwie vergötter oder irgendwas. Das ist immer noch ein Mensch. Bei uns kommen Leute einkaufen, wirklich bekannte Leute, Politiker, Künstler. Mit denen redet man ein paar Worte von Mensch zu Mensch und ich muss nicht, ich sage nicht, es soll der jetzt einmal daherkommen, sondern der, was kommt, mit denen redet man ein paar Worte und es ist schön, dass er uns besucht und er ist für uns einfach unser normaler Mensch. Das ist die richtige Einstellung. Wir sind gleich wieder zurück. Im Herbst, du darfst das Rosental erkunden. Im Herbst, du darfst den Wörthersee umrunden. Im Herbst, du darfst die goldene Zeit erleben. Nirgends ist es schöner. Eben! Region Wörthersee Rosental. Immer ein Erlebnis für alle Sinne. Ah, ich glaube, ich bin im Paradies. Ich auch. Prost!
Herzlich willkommen in der Region Wörthersee-Rosenthal. Wenn du mal schlechte Laune hast, wo kannst du wieder Energie tanken? Ja, in der Natur. Das ist einfach so. In der Natur. So wie du gesagt hast, vorher ein bisschen bei den Kühen sitzen, ein bisschen zuschauen, gell? Und vielleicht einmal statt 5 Stunden, 6 Stunden schlafen. Also das ist vielleicht, aber ist es wirklich so, ja. Also die Nacht doch relativ kurz. Ja, es ist reicht, aber es ist halt, ich sehe das immer so mit Kollegen oder mit Leuten, mit denen man zu tun hat. Wenn der sagt, was ich, der ist mit 10 Stunden nicht mehr ausgeschlafen, als wenn wir mit 5 Stunden, gell? Das stimmt. Wo ist denn auf deinem Hof eigentlich dein Lieblingsplatz? Ja, Lieblingsplatz, wo ich mich am meisten aufhalte, oder? Genau. Am meisten ist wirklich so, das ist leider schon so, dass wir uns am meisten eigentlich im Büro aufhalten. Da ist halt, sind diese Abendstunden und die Schlechtwetterstunden sind einfach dort. Wo ich ganz gern bin, natürlich auf einer Maschine sitzen, wo du nicht immer denken musst, wo du wirklich über Zukunft, über alles Mögliche nachdenken musst, weil das einfach so ein bisschen geläufig ist, gell? Und das ist natürlich für uns ganz wertvoll, dass du einmal irgendeine Arbeit hast, wo du einfach einmal was anderes denken kannst. Weil wir sind auch sehr viel beim Holz. Oder wenn ich mit dem Gatter schneide und die Gatter neben mir so rauscht, das ist einfach beruhigend, gell? Das ist einfach schön. Wenn du von einem Auslandsaufenthalt wieder zurück nach Kärnten kommst, auf was freust du dich denn am allermeisten? Naja, schon auf die Umgebung und auf die Leute, mit denen man immer zu tun hat. Und natürlich auch auf die Viecher, dass man sieht, weil wenn du jetzt einmal ein paar Tage bei den Viecher nicht war, dann hat man fast das Gefühl, heute hat man sich fast ein bisschen vernachlässigt. Aber wir haben immer Leute, die was dann trotzdem schön schauen und dass das alles passt. Also es ist schon schön, wenn man wieder heimkommt. Letzte Frage zu dem Kärnten-Fragebogen. Von welchem Kärnten-Highlight sollte ich denn einmal bei einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten? Was ist für dich noch ein echtes Kärnten-Highlight? Ja, das sind schon die Traditionen, was wir da in Kärnten haben. Also das muss man schon sagen, diese Traditionen, die was verschwunden sind durch diese neue Zeit eigentlich. Und leider verschwinden auch Veranstaltungen, die was das zum Beispiel zeigen. Wir haben auf unserer Alm zum Beispiel dieses Zaunringbraten gehabt, wo wir eben alte Arbeiten hergezeigt haben, die was man nicht mehr kann. Das haben wir zusammengekriegt, dass das jetzt die Jugend wieder kann. Mhm. Aber so Veranstaltungen, die verschwinden leider durch diese ganzen, ich sage jetzt einfach so, durch den ganzen Behördenkram, durch die ganzen Auflagen, und da hat man einfach keine Freude mehr dazu, sowas zu machen. Und man sollte einfach viel mehr über diese Traditionen vielleicht, nicht jetzt bei mir lieber in der Vergangenheit leben wollen, sondern weil die alten Leute nichts blöd waren. Die Leute, die haben schon gewusst, warum sie das eine und der andere gemacht haben. Und wenn man ein bisschen älter wird, denkt man doch, eigentlich hat der Vater ihr Recht gehabt. Also, und ich hoffe, dass wir das vielleicht der nächsten Generation ein bisschen so übertragen können, dass sie vielleicht das eine und der andere auch sagen können, also ganz blöd waren die Alten jetzt nicht, gell? Gibt es da so Veranstaltungen, wo du jetzt sagen kannst, die sollte man mal anschauen? Gibt es noch irgendeine, die da vielleicht interessant wäre? Ja, es ist also dieser, in den Nockberge ist in dieser Holzstraßenkirchtag, wo man dann schon das eine und das andere sieht. Das ist schon ein ganz klasses Highlight. Aber auch die Kirchtage, die was es so gibt. Gell? Also bei diesen Kirchtagen, da wird schon sehr viel Tradition gepflegt, wo die eben die Zechburschen unterwegs sind und so weiter. Es gibt so gewisse Regionen, wo es ein bisschen mehr ist, eben eher weg vom urbanen Bereich. Gell? Also und eben die Richtung Stadt, da hat das alles ein bisschen abgenommen. Gell? Aber da gibt es schon Veranstaltungen, ich weiß jetzt nicht, oder allem die Almkirchtage, was es gibt, mit den Ringen, mit den allem, was rundherum dazugehört. Also das konnte man sich schon auserfüllen und anschauen. Dann danke ich dir für den Tipp. Werde ich garantiert irgendwann besuchen und vor allen Dingen habe ich das schon festgehalten. Julius? Ja, mein Schatz? Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit 3 Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit 3 Buchstaben. Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft? Wir! Tja, wir macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten, aus der Region, für die Region. Wir macht's möglich. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich will deine Zeit nicht mehr überbeanspruchen. Ich weiß, du musst noch heulen, glaube ich. Gell? Ja. Ich beginne jetzt einen Satz und du bist bitte so nett und vervollständigst ihn bitte.
Morgen früh um 8 Uhr werde ich? Ja, da werde ich in der Graslaben sein und da habe ich dann schon ein paar Stunden hinter mir die Arbeit, was ich in der Landwirtschaft gemacht habe und schauen, dass da alles so, wenn einer eine Frage hat, wir haben super Mitarbeiter, aber wenn einer eine Frage hat, dass ich dir vielleicht dann denen helfen kann. Wenn ich bei meinen Kühen bin, dann? Ja, dann hat das alles seinen Ablauf. Dann kann man da nichts übereilen, dann muss das einfach so laufen, wie einfach das Vorgeben ist. Da kann ich nicht irgendwann einmal sagen, jetzt mache ich das schneller, jetzt habe ich es eilig. Freilich hat man es abends eilig, aber da gibt es einen Ablauf, den kann ich nicht ändern. Gell? Zum Frühstück brauche ich unbedingt? Ja, einen Kaffee und vielleicht wen, der was mit mir über einen Tagesablauf redet. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Ja, das sind Dokumentationen über eben auch über ganz viel über Kultur, über Brauchtum und auch Käseherstellung, wo man immer wieder reinschaut, wie man das eine und das andere macht und auch natürlich, was uns immer verfolgt, wie man Betriebe leichter, besser führt, Mitarbeiterführung, einfach immer weiterentwickeln und Wissen holen von was man einfach tagtäglich braucht. Biobauer sein bedeutet für mich? Ja, leben mit der Natur, leben mit unseren Möglichkeiten, nichts ausbeuten, schauen, dass unseren Viechern gut geht, ja, die Abläufe akzeptieren teilweise so, wie sie sind. Und es gibt für mich nichts Besonderes. Es gibt nur diesen Weg in unserer Region. Lachen kann ich besonders über? Ja, den einen oder den anderen Schmäh, aber auch über Probleme, die andere haben, die was wir ganz leicht lösen, was für uns leicht lösbar sind. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann? Boah, das gibt's eigentlich nie, weil ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit immer schlafen. Aber ja, ist eine frische Luft, dann lieber was arbeiten. Dann gehen wir heute um 11 Uhr noch mal in den Schlachtraum und was tun. Eigentlich sollte ich schon lange mal? Ja, alle sagen, ich soll einmal irgendwo hin auf Kur gehen, einmal 3 Wochen. Aber das mache ich dann, wenn ich ein bisschen älter wäre. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann? Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Es gibt schon Situationen, wo ich sage, wenn wir das noch ein paar Stunden zurückdrehen könnten, hätte ich das anders entschieden. Aber das ist einfach in unserem Beruf. Du musst einfach zu der Zeit das entscheiden, was du glaubst, was am gescheitsten ist. Aber super war, wenn man ab und zu etwas einmal ein paar Stunden zurückdrehen könnte. Und die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Antwort drauf. Kärnten ist für mich? Ja, unsere Heimat, unser Aufenthaltsraum, unsere Region, unsere Geschichte. Ja, eigentlich unser Wunsch, dass wir da sein dürfen. Lieber Klaus, also nochmal herzlichen Dank für dieses schöne Interview. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vor allen Dingen habe ich viel gelernt über Milch, über Kühe, über Käse. Und bleibt's gesund, habt viel Erfolg weiterhin. Tolle Kunden, wunderbare Erfolge auch mit der Kaslaben weiterhin. Und dass alles so gut läuft, wie du das beschrieben hast. Und vor allen Dingen, dass du so viel Spaß weiterhin hast mit deiner Arbeit, dass man richtig spürt von dir, dass du Hobby und Arbeit wirklich leidenschaftlich gern magst. Herzlichen Dank auch, dass du da warst und wir versuchen das natürlich der nächsten Generation weiterzugeben. Danke, servus. Danke. Ciao, servus. Julie unterwegs. Kärnten-Highlights, der Podcast des Südens. So ein Käse, ein fantastischer. In der Schaukäserei Kaslaben-Nockberge in Radenzheim. Ja, unbedingt reingehen, Käseauswahl vom Feinsten und richtig bio. Also ein echtes Kärnten-Highlight. Das war's für heute. Die nächste Folge kommt schon wieder in Kürze. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Julie unterwegs, Kärnten-Highlights, der Podcast des Südens. Ein kleiner Tipp zum Abschluss. Auf meiner Website julie-paul.com gibt's eine Dia-Show von dieser Episode. Einfach auf der Website auf die Episode gehen und dort den Button Dia-Show drücken und dann seht ihr das Ganze auch ein bisschen optisch. Ich darf mich verabschieden. Bis in baldiger Bälle. Bleibt's gesund und munter und immer positiv denkend. Auch heute verabschiede ich mich wieder mit einem eigenen Song. Ein Lied aus meinem Album Neues Leben und das Stück heißt Was ist morgen? In diesem Sinne, Servus. Das Leben ist so einfach, wenn man einfach drauf lebt.
und sind nicht Pausen, das sagt, was es mein. Doch wir hetzen uns ab und schauen immer nach vorn, weil's uns halt so interessiert, was es mein. Und weil der Mensch so gescheit ist, brauchen wir uns um nix sein. Doch was ist mein? Was ist mein? Was ist mein? Computer Tänger für uns, sie kriegen niemals einen Zahn. Den programmieren der immer nur mir. Doch was ist mein? Menschen werden Macht irgendwo im Labor. Da ist doch halt gar nichts dabei. Doch was ist mein? Dieser Podcast wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von Region Wörthersee Rosenthal, Genussland Kärnten, KELAG, Dreifwiegele, Globo Lighting und die Kärntner Raiffeisenbanken.